der grüne Lichter ist aufgezeigt da vorne auf die Ampelanlage. Unser Rennleiter Andi Mecklau hat die Dauerpulte wieder betätigt und es geht zur Sache. Steffi Alm und Jochen Hahn vorne, der hat natürlich versucht, sich hier vorbei zu quetschen. Ist aber nicht gelungen. Alm bleibt vorne. Oh, Jochen Hahn, das ist der Mittelrennler, wird weiter auch wieder geschubst und da gibt es Kollisionen zwischen Eduardo Rodriguez, dem Senior. Positionsveränderungen sicher tun wir auch in 2,338 Kilometer. Der Sitzplatzierte aus der Rennen Nummer 1, setzt sich da hinein, geht aus, der Gerstkörper, die Zeit noch vorbei, treffen wir am Rennen. Ja, was ist passiert? Der Gerstkörper, Blau gedrückt, rechts vorbei, rechts vorbei, und dritt auf die Klasse, die hohe Fahrt, kommt mit zu, und ja, da ist klar, dass jetzt einer quer schießen musste. Aber zum Glück recht typisch da, ohne einen Einschlag in die Fuchsleitplanke oder ähnliches ausgegangen. Der Reihenfolge entsprechend sehr herausfordernd. Da keine Gelegenheit gibt. Sechs Runden geht es jetzt noch rauf in Richtung der Wolf von Lackhoff. Jetzt geht es rein. Jetzt ist auf eine ganze Landschaft wieder in Erhöhung zwischen den Team und Hahn wird das gleich wieder durchstecken. Und ja, wenn es weitere Streifen gibt, dann lachen den dritten und Jochen Hahn ist vorne. Jochen Hahn ist in diesem Fall jetzt der Sieger aus diesem Dreikampf. Wie gesagt.